liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Mini-Review. Ihr wisst ja, ich war auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und da war ich unter anderem auch bei NECA am Stand. Das war ein krasser Stand, die hatten so einiges Geiles da. Da könnt ihr auch gerne mal an das andere Video reinschauen. Da sieht man den Stand dann auch mit den Sachen, die sie da hatten. Richtig geil, ihr wisst, NECA macht richtig geile Figuren. Extrem krass und die haben unter anderem auch die Blind Bag bzw. Mystery Figuren von Kid Robot im Programm gehabt und da konnte ich zwei abstauben. Ja, geil. Und zwar habe ich einmal eine Kid Robot Vinyl Minifigur zum neuen Spiel von South Park Fracture. Ne, was ist das? Wie heißt das Spiel? The Fractured Butthole. Genau, das ist das neue Game. Ne, und ihr seht schon, allein von der Boxart her sehr genial. Ne? Ich liebe das. Ich finde das genial. Ich finde, diese Kid-Robot-Figuren sind richtig geil. Die sind leider nur so arschteuer in Deutschland. Ne? Kriegt man nicht so ohne weiteres. Und hier gibt es da so eine Mystery-Figur und dann haben wir hier einmal diese anderen, die es da gibt. Was haben wir? Einmal The Coon, ne? Toolset, Call Girl, Super Craig, Mosquito. Das ist ja der Hammer. Und auf der anderen Seite haben wir noch Mysterion und so weiter und so fort. Also die sehen schon echt cool aus. Ne? Also da habe ich auf jeden Fall einmal den hier mitgenommen und da konnte ich auch nicht dran vorbei, weil das fand ich richtig geil. Und ich dachte, oh, ich muss ihn haben, bitte. Ne? Und habe da ein bisschen gebettelt und dann haben die gesagt, na gut, dann nimmst halt was mit zum Zeigen. Und durfte ich dann mir da zwei Figuren aussuchen und dann habe ich halt einmal South Park genommen und einmal hier Street Fighter. Ihr seht das schon, zu Street Fighter 5, auch von Kid Robot, auch wieder sehr genial. Ne, hier sind dann so ein paar Figuren abgebildet und hier auf der Rückseite seht ihr die ganzen Figuren, die es da gibt und die sehen echt top aus. Also den M. Bison, den hatten sie ausgepackt da, den hätte ich am liebsten direkt mitgenommen, weil der gefiel mir richtig gut und den hätte ich auch gern gehabt. Ja, wir fangen an. Ich packe sie aus. Ich fange mal einfach mal mit der hier an. Die ist noch zugeklebt. Komisch, da ist so ein... Sie sind zugeklebt und dann noch verklebt. Ist irgendwie lustig, ne? Aber... Oh, sehr schön. Das finde ich immer sehr gut, wenn die sich öffnen lassen, ohne dass man die ganze Box vernichtet. Das ist gar nicht so verkehrt. Ne? So, wir holen die Tüte raus und ich mache jetzt nicht langes, stundenlanges Gefühle, weil das bringt eh nichts. Ne? Es knistert nur und es nervt euch, deswegen wir schneiden die Tüte auf und gucken rein, wer drin ist. Wen habe ich? Yeah! Natürlich den Common von den Commons. Ja, es ist so klar, ne? Na, 2 zu 20. Ja, es ist die Common-Version. Es ist wirklich die häufigste Figur offensichtlich, die drin ist in dieser Box. Aber ich finde ihn cool. Er sieht richtig gut aus. Schaut mal, das ist natürlich unser Freund Ryu. Ne? Oder Ryu, wie ihn andere Leute nennen. Naja, ist natürlich Ryu. Ne? Sehr genial. Und die sind auch wieder richtig gut gemacht, diese Figuren. Man muss es anders sagen, schaut euch das an. Der hat einen coolen Gesichtsausdruck. Das ist einfach wieder eine Top-Figur. Die haben Artikulation, ne? Da kann man die Arme bewegen und man kann den Kopf vielleicht auch bewegen, nur bei dieser Figur nicht. Vielleicht kann man auch nur die Arme bewegen, ich weiß es nicht. Ich versuche es jetzt nicht weiter, den Kopf zu drehen. Nicht, dass ich einen Headless Ryu habe. Könnte natürlich dann Limited Exclusive sein, aber das wollen wir ja nicht. Ryu finde ich schon mal sehr genial. So, das nächste, was ich habe, ist die Kid Robot Figur zu South Park und ich bin auch sehr gespannt, was ich da bekommen kann. Hier ist das nicht ganz so gut gelungen, aber auch das ist einigermaßen unbeschadet und ich bin sehr gespannt. Ich liebe diese Blind Bags. Nee, eigentlich hasse ich sie. Ich finde das total scheiße. Sind wir gespannt, wen wir haben. Ich hole ihn raus. Und wir haben was Seltenes. Lass uns was Seltenes haben. Wir haben nur einen Kopf. Was? Nein, der Körper ist natürlich auch noch da. Boah. Boah. Kennt ihr diesen extremst fiesen Geruch? Diesen richtig fiesen... Ich bin ja ein kleines Schnüffelkind. Stehe ich total drauf. Alter, geil. Also meine Figur ist auf jeden Fall Headless. Ich gerade von Headless rede, ne? Wie heißen die? Wie heißt denn die Troller? Warum habe ich denn ausgerechnet die Troller, ey? Ich habe wieder ein Glück, ey. Das ist Call Girl. Ja, das passt ja super. Das finde ich ja super. Headless Call Girl. Ne, das ist aber, ne, wahrscheinlich ist das nur eine Kleinigkeit. Diesen Kopf da wieder. Mike ist kraftlos. So, Kopf ist wieder dran. Zumindest. Alter, die sitzen aber echt locker. So, jetzt hat er es Klick gemacht und das ist Call Girl. Finde ich sehr geil mit dem Headset. Ne, auch hier Armartikulation und theoretisch eine Kopfartikulation haben wir auch, seht ihr? Ja, das kann aber bei diesen Figuren passieren. Das ist, die sind halt sehr knapp bemessen, das steht so ein bisschen unter Spannung. Hier sind das, glaube ich, ihre Haare, die sie da so ein bisschen abhalten. Ne? Also,
Das finde ich witzig. Kann man das nicht irgendwie festkriegen? So. Nicht, dass mir das dann irgendwann ins Auge ploppt. Callgirl, finde ich eine witzige Figur. Na, hier seht ihr noch das Handy auf der Seite. Na, könnt ihr das sehen? Hat hier ihr Handy, na, hat sie mit dabei. Und da unten ist dann hier so ein, weiß ich nicht, ob das ein Notebook sein soll oder so ein Tablet oder eine Konsole. Wahrscheinlich ist es eine Konsole. Hier vorne auch ganz viele Smartphones und so weiter mit drauf. Na, das ist halt das Callgirl. Ich finde das, was ist das denn? Ist das ein Tamagotchi? Nein. Nein, achso, das sah im ersten Moment so aus. Finde ich eine witzige Figur, echt. Also, ne, klar, hätte ich mich jetzt über eine andere lieber gefreut, also weil das ist so, aber die sehen toll aus, oder nicht? Ne? Sag doch mal, die sehen auch toll aus. Da gab es halt auch wirklich richtig tolle Sachen. Turtles gab es da und diverse andere Dinge. Wobei Turtles ist, glaube ich, nicht für den europäischen Markt gedacht, aber trotzdem. Also ich finde die toll. Kid Robot macht einen echt guten Job, was die Figuren angeht. Und wenn ihr Bock auf diese Figuren habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kommt man da tatsächlich mal irgendwann ran oder kann die bestellen. Ne? Ich denke da so an bestimmte Shops, wo man die dann eventuell hoffentlich bald kriegen kann. Ne? Oder wo man die bestellen kann. Also ne, da könnt ihr sicherlich auch irgendwelche Displays kriegen. Ist natürlich klar, wenn die über Heo vertrieben werden, sind sie relativ teuer. Aber auf jeden Fall kann man auch hier rankommen. Ansonsten gibt es da auch genug andere Shops, wo man sie kriegt, denke ich mal. Nur ist es halt relativ hochpreisig. Also ich glaube, also allein schon so eine Minifigur wird dann wahrscheinlich bei 16 Euro liegen oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, nagelt mich da nicht drauf fest auf den Preis. Finde ich super. Ich mag die total. Ne, mal wieder richtig geil. Einfach nur cool. Also ich finde die extrem cool. Und ja, mehr habe ich euch heute nicht zu zeigen. Wenn ihr Spaß dran hattet, mir alles aus der Hand. Gerne Kommentare, Daumen nach oben, immer gern gesehen. Abo, falls ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, Leute. Tschüss.